Einen wunderbaren 22. Juli. Ich stürm kräftig auf diesem Weltenball. Und heute Abend sind wir auf dem Hof Icken. Und hier darf ich erstmal 14 Stationen weiße Energie installieren. Und weil es immer viele Menschen dazu braucht, lade ich dich ein, wenn du heute dieses Video schaust, dass du heute ab 17 Uhr, es ist wirklich genau diese Zeitbestimmung, dass du dich ab 17 Uhr selbst einlädst. Für dieses brauchst du nur, stell dir vor, du bekommst einen Stempel auf ein weißes Papier eingeladen, heute geistig per Ferne auf dem Hof Icken dabei zu sein. Es geht um neue Lichtfenster zu installieren. Es geht darum, dass du diese weiße Energie auch bei dir in deinem eigenen Seelenkontakt spüren wirst. Und ich darf dir nun eine ganz besondere Botschaft hier weitergeben. Es geht darum, dir zu erklären, wie weiße Energie gehandhabt wird. Für dieses verbinde ich mich nun mit der weißen Flamme. Ich selbst habe noch nie mit der weißen Flamme gearbeitet, höre ich wirklich auch zum allerersten Mal. Und darum freue ich mich natürlich, heute Abend auf dem Hof Icken in Gästland einen Vortrag, einen Basisabend mit hoffentlich vielen Menschen dort gemeinsam erleben zu dürfen. Nun die Botschaft der weißen Energie. Wenn ihr die weiße Energie hört, denkt ihr zuerst an weißes Licht, aber es ist kein weißes Licht. Es ist mir ein Einladen, dass du alles, was du noch nicht magst, annehmen kannst, dass du aber auch genauso von allem entfremdet wirst, was für dich nicht mehr gut ist, um auf die nächste Ebene, ihr somit auf die fünfte Dimension ankommen darfst. Mit der weißen Energie zu arbeiten, ist denkbar einfach. Du nimmst die linke Hand und dann ladest du die weiße Flamme ein. Du spürst dieses im selben Moment. Mit dieser weißen Flamme kannst du zum Beispiel über deinen eigenen Auraschatten gehen. Stell dir vor, wie von der linken Hand die weiße Flamme über deinen ganzen Körper ziehen, fließen darf. Alles bereinigt. Und dann gehe über dein Haus von oben, als ob du auf dein Dach schaust, als ob du in deine Wohnung schaust. Hier darfst du alles über die weiße Flamme bereinigen. Du darfst genauso mit der weißen Flamme deinen Kindern helfen, Situationen bereinigen. Schließe dafür einfach deine Augen und schau, was hier bereinigt werden darf. Natürlich auch genauso körperlich. Ihr könnt so vieles mit dieser weißen Flamme tun. Die weiße Flamme steht für Erweiterung der Bewusstseinsebene, Einfließen des nächsten Sanskrites. Es ist eine Offenbarung, es ist eine Legung im positiven Sinne. Es wird hier groß installiert und heute werden verschiedene Lichtfenster auf dieser Welt deponiert, um dann leuchten zu dürfen. Weißes Licht soll dir scheinen. Morgen gibt es dazu noch einen kleinen Nachtrag. Wer heute um 17 Uhr sich wirklich mit diesem Stempel einloggt, ist dabei. Freu dich, was immer hier bereinigt werden darf. Es kommen schwere Zeiten, die hier nicht angesprochen werden. Hier geht es aber darum, dass diese schwere Zeiten nicht schwer sind, sondern sich nur verändern. Dieses Thema werde ich aber erst im August ansprechen. Für heute bleibt der Juli. Annehmen, nicht einmischen, loslassen. Und noch einmal, diese schweren Zeiten sind da, um es nicht schwer zu haben. Und solltest du jetzt meinen, du hättest jetzt Grund, dich zu ängstigen, dann hast du die Botschaft nicht verstanden. Wir arbeiten mit dem weißen Licht, damit diese Schwere gehen darf. Schwer wird es werden, damit es leicht kommt. Und das wird ein großes Thema im August. Noch sind wir in der Nordsee, noch freuen wir uns in diesem paradiesischen Zustand an der Nordsee uns bereinigen zu lassen. Es ist wie eine andere Welt. Es ist jeden Tag aufs Neue wunderschön mit meiner Familie verbringen zu dürfen. Und heute Abend weiße Energie, weißes Licht, was installiert wird. Ich werde morgen noch einmal ein Video dazu machen und alles andere bekommt ihr dann auch per Homepage. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche dir einen wunderbaren, tollen Tag. Danke.